Ja, hallo ihr Lieben. Wie versprochen geht unsere Reise durch die asiatische Küche heute weiter. Heute mache ich euch rotgeschmortes Bauchfleisch. Das ist relativ einfach. Ihr braucht fast dieselben Zutaten wie beim letzten Video. Und bevor es dann morgen ein bisschen komplizierter wird, aber dafür richtig lecker, zeige ich euch jetzt gleich mal die Zutaten, was ihr dazu braucht. Und wir beginnen dann mit dem Kochen danach. Viel Spaß bei meinem Video. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn euch meine Videos gefallen, bitte liken, bitte einschreiben auf meinen Kanal und die Glocke drücken, damit ihr kein Video von mir verpasst. Nun geht's los. Das ist KochliebXXL. Das ist mein Kanal. Als Zutaten brauchen wir heute 500 Gramm Schweinebauch. Ich nehme jetzt ein Kilo, aber wie beim letzten Mal benutze ich den noch für ein anderes Mal. Zucker, Salz, schwarzen Pfeffer oder Pfefferkörner könnt ihr benutzen. Sojasauce, dunkel, Reiswein, Curry, Sellerie, Ingwer und einen halben Liter Wasser. Als nächstes nehmt ihr euren Schweinebauch und schneidet ihn in kleine Teile. So diese Größe ungefähr und gebt das in kaltes Wasser. Nun zerschneidet ihr wieder euer Gemüse, wie beim letzten Mal auch schon. Wieder hebt ihr euch die Hälfte auf und die andere Hälfte gebt ins Wasser mit dazu. Den Ingwer teilen wir in 6 Teile. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Und den geben wir jetzt dann auch hinzu. So, aber die Hälfte nur. Ich schneide den jetzt halt noch mal ein bisschen kleiner. So. Und als gutes Letztes noch unseren Sellerie. Wie gesagt, hier auch. Nehmen wir so die Hälfte, heben uns wieder auf. Schön klein schneiden. So, das ist jetzt ungefähr die Hälfte. Das gebe ich jetzt auch ins Wasser hinzu. Den Rest schneide ich gleich. So. Und zu dem Ganzen nehme ich mir jetzt einen Löffel. Und gebe 3 Esslöffel Reiswein hinzu. Eins, zwei, drei. Und das Ganze lassen wir 20 Minuten kochen. So, unser Schweinebauch, der ist jetzt gekocht. Jetzt legen wir den zum Abkühlen, legen wir den auf den Teller und beginnen mit dem nächsten Schritt. Wir nehmen nun 40 Gramm Zucker
und karamellisieren den. Da zeige ich euch, wie er ausschaut. Wie gesagt, ihr müsst jetzt ständig aufpassen, ständig umrühren, bis der Zucker karamellisiert ist. Das sollte relativ schnell gehen. Nun nehmen wir unser Fleisch und braten das an. Ohne Öl. Das sollte dann so eine richtig schöne braune Farbe bekommen. So, unser Fleisch ist soweit okay. Wie ihr seht, ist das schön braun geworden. Und jetzt macht ihr Folgendes. Wir geben erstmal unsere restlichen Vitamine hinzu. Beim Fett habe ich immer wieder abgegossen, das ist ganz wichtig, sonst wird das nachher zu fettig. Das heißt, immer wieder, während es braun dreht, runtergehen. Nun geht noch ein bisschen Pfeffer hinzu. Oder ihr könnt auch Pfefferkörner benutzen. Einfach nur ein bisschen. So, damit das Fleisch ein bisschen Geschmack bekommt. Ich habe ja Pfefferkörner bevorzugt, ich kann Pfefferkörner benutzen. Nun als nächstes geben wir, das habe ich schon vergessen zu sagen, ein wenig Zimt hinzu. Ihr könnt auch eine Zimtstange benutzen. Ich benutze jetzt Zimtpulver. So einen Teelöffel, das sollte genügen. Und rühren das Ganze um. Und nun nehmen wir uns etwas von der Sojasauce, geben da drei, ja, so funktioniert es nicht, ich muss das schon aufmachen, das habe ich gestern schon gelernt. So 2 bis 3 Löffel rein. Mischen das Ganze jetzt gut durch. Und ihr seht schon, das Fleisch bekommt eine ganz andere Farbe, das wird jetzt dunkel. Jetzt gehen wir auf Kochstufe, und zwar niedrig, und geben unsere karamellisierte Soße hinzu. Und das Ganze lassen wir jetzt 1,5 Stunden köcheln. Bei niedriger Stufe, so, ich würde sagen, so bei 3 oder 4. Und dann, wenn wir soweit sind, melde ich mich wieder. 1,5 Stunden sind um. Und wir gehen jetzt nochmal auf Frittierfunktion, also auf Braten, um die Soße hier zu reduzieren. Und wenn sie reduziert ist, dann können wir essen. Unsere Soße hat sich jetzt reduziert. Und da ich mit Reis essen werde und ich keinen trockenen Reis mag, lasse ich es dabei bewenden. Und jetzt werde ich es mir schön servieren. So, und jetzt legen wir los. Nehmen uns hier schön die Fleischstücke.
Das wird richtig lecker, da freue ich mich schon drauf. Und vor allem sieht es richtig toll aus. Und hier könnt ihr jetzt sehen, wie toll das Fleisch geworden ist, was für eine tolle Farbe es bekommen hat. Ich lasse mir das jetzt schmecken, bedanke mich für heute beim Zuschauen. Bitte das Abonnieren von meinem Kanal nicht vergessen und wir sehen uns dann morgen wieder beim neuen Video. Bis dann und tschüss ihr Lieben.